my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Asmadiya Paramarada Tuma Guru Parabhu. Nitrila Pravisht Om Vishtupar Shtotara Satishisina. Rupana Bhattarivari Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Secondly, after my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru to Srila Prabhupada and all of the great acharyas in our eternal Rupanuga, Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all my lady brothers and sisters. So we are all most fortunate to have the opportunity to come together and hear the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna. Zusammenzukommen über die Spiele und Lehre von Sri Chaitanya und Krishna zu hören. So we are very indebted and we cannot repay our most dear Krishna Chandra Guru. Without sleeping and eating even day and night, is serving to make this arrangement for hearing Hari-Katha. You are here, they are here. Have a nacht, Krishna Chandra. If you can develop a sadha, faith, conviction, in this process of listening to Hari-Katha, wenn man Vertrauen investieren darf, haben darf in diesen Vorgang einfach über Krishna zu hören, then very easily you'll be able to cross over the ocean of material existence. Wird man sehr leicht die materielle Existenz, die Ozean materielle Existenz überwinden. Samsara sindum ati dustaram uttitishu nanyato bhagavata purushottamasya Lila Katarasa Niseva Namantarena Pumsoba Vedvivaduka Dayaritasya. In the 12th canto of Srimad Bhagavatam, there is a Sutta Goswami Pad is saying, Sutta Goswami sagt in 12. Kanto von Bhagavatam, the living entities in this world, they are being burnt by a blazing fire of so many difficulties. Alle Lebewesen in dieser Welt sind brennen von einem Feuer von so viel Schwierigkeiten. But some of them, einige von ihnen, they develop a desire, uttitisho, haben einen ganz starken Wunsch entwickelt. They want to somehow or other cross over this samsara sindhu, the ocean of birth and death. Sie möchten endlich über diesen riesigen Ozean von Geburt und Tod langsam rüber. So to cross an ocean, a boat is necessary. Um so einen Ozean zu überqueren, ist ein Boot nötig. Nanyaklavo bhagavata purushottamasya. Lila Katha Rasa Niseva Namantarena. There is no other boat for crossing this ocean of material existence. Kein anderes Boot, um die materielle Existenz zu überwinden. Except for the service of Lila Katha Rasa, the mellows of the pastime, hearing the pastimes of Sri Krishna. Sondern man dient, indem man einfach über die Lieblichkeit der Spiele Krishnas hört. Avesyam targam hitva bahu targatim gataha. Many persons have been liberated from this world by avesh, becoming avesh absorbed. Viele, viele Personen wurden befreit von dieser Welt, indem sie völlig absorbiert wurden. So I want to give a small example. Ich will ein kleines Beispiel geben. Of the beauty of Sri Krishna's Lila. Über die Schönheit von Krishnas Lila. Sri Krishnas Lila is experienced in two ways. Es wird in zwei Weisen erfahren. Sambhog meeting and people have a separation. Sambhog, wenn alle Krishna zusammenkommen und wir haben Trennung. Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavanam Priyam. The Srimad Bhagavatam is very dear to the Vaishnavas, especially Gaudiya Vaishnavas. Srimad Bhagavatam ist dem
wurde manchmal so kostbar und wertvoll. And there in the 10th canto, Sie Krishna's pastimes in Vrindavan are described. Im 10. Kanto sind Krishna's Spiele in Vrindavan beschrieben. But only in 39 chapters. Aber nur in 39 Kapiteln. The other 51 chapters of the 10th canto describe Krishna's Mathura-lila and Dwaraka-lila. Die anderen 51 Kapitel vom 10. Kanto beschreiben Krishna's Spiele in Mathura und Dwaraka. So, if we are one-pointed in our attachment and dedication to see Krishna in Vrindavan, then why is this Srimad Bhagavatam so dear to the Gaudiya Vaishnavas? There are 51 chapters already in Vrindavan. Wieso ist denn das Srimad Bhagavatam so lieb zu den Gaudiya Vaishnavas, wenn 51 Kapitel nicht mal über Vrindavan sind? Why? Because the pastimes of Sri Krishna in Mathura and Dwarka, by that indirectly through separation, we remember Vrindavan. Also weil in diesen anderen Kapiteln durch den Trennungsschmerz von dieser Perspektive her erinnert man sich an Vrindavan. You know, if you go to an art gallery, wenn man in eine Kunstgalerie geht, and there's a huge masterpiece, gibt es ein wunderschönes Kunstwerk. Then you cannot appreciate it if you stand very close. Und wenn du ganz nahe siehst, kannst du es nicht immer nur wertschätzen. You have to stand back. Ein bisschen, ein paar Meter Distanz nehmen. So the curators have put a bench on the other side of the room where you can see something. Die Aussteller haben eine Bank da ein bisschen entfernt hingemacht. So in the same way, we cannot fully appreciate Krishna's Vraja-lila by being directly remembering that lila, but if we'll look from some distance, from Mathura or from Dwarka, and we'll see so many beautiful things that we never noticed before. Also wenn man ein bisschen, wenn man immer nur ganz nah ist, dieses schwierige Wertzuschätzen, ein bisschen Distanz von Mathura oder Dwarka zu sehen, wird man Dinge entdecken, die man vorher gar nicht kannte. Therefore, Srila Shukadeva Goswami, who is the topmost Brajarasik and Radharani's parrot, has described so much Mathura and Dwarka. Deswegen hat Shukadeva Goswami, der tiefste Rasik-Vaishnava ist und der direkte Papagei von Srimati Radharani, hat so viel über Mathura und Dwaraka gesprochen. So perhaps you know that Akrura came to Vrindavan and brought him brought Krishna to Mathura. Akrura ist nach Vrindavan gekommen und Krishna nach Mathura mitgenommen. And there Kamsa Maharaj arranged a bull sacrifice and a wrestling match. Dort hat Kamsa Maharaj einen Bogen arrangiert und einen Bogen und einen Kampf. And it was his intention that the wrestlers Chanura, Mustik, Shal and Toshal would kill Krishna. Und es war seine Intention, dass seine ganz starken Kämpfer mit Chanura, Mustika ihn töten würden, Krishna. But the opposite happened. Das Gegenteil ist passiert. Krishna and Balaram defeated all the wrestlers. Krishna und Balaram hat alle die Kämpfer von Kamsa besiegt. And see, Krishna jumped up onto the raised dais of Kamsa Maharaj, where he was seated on his throne. Und Krishna ist hochgesprungen auf die erhöhte Plattform, wo Kamsa sein Thron saß. Kamsa Maharaj took his sword and shield to fight with Krishna. Und Kamsa hat sein Schwert und Schild genommen, um mit Krishna zu kämpfen. But you know that Krishna said in Bhagavad Gita, Yeya Dhamam Prabhadyante Tanstatai Bhagavadyamin. I reciprocate with everyone. Krishna sagt in der Gita, dass mit jedem Einzelnen einen Austausch steht. So, on the day of Devaki's wedding, Kamsa Maharaj grabbed Devaki by the hand. Also am Tag von der Heimat von Devaki und Vasudev hat Kamsa Devaki an den Haaren gezogen. So see, Krishna wanted to reciprocate with him. Krishna wollte auf eine Weise mit ihm erwidern. And that is why see, Krishna grabbed Kamsa Maharaj by the hair. Und hat er Kamsa bei den Haaren gezogen. And from his high dais, forcibly threw him down into the arena. Und hat ihn von dieser hohen, erhöhten Plattform in die Arena runtergeworfen. And just by the force, Kamsa Maharaj died. Und nur schon durch diesen Aufschlag ist er gestorben. But see, Krishna, he was venting somewhat, so he jumped on him and also hit him a few million times while he was. Hat ihn noch ein paar Mal weitergeschlagen, zu dem. And in the stadium where thousands of people were watching, they couldn't believe it. How is it possible that Kamsa Maharaj is dead? Und in dem Stadion, wo tausende Zuschauer waren, konnten sie nicht glauben, dass Kamsa tot war. Powerful wizards and witches and yogis and yoginis were all his maidservants. Kraftvolle Magier und Yogis, die waren alle seine Diener. Like Putana, Hagasu, Vakasu, Shakasu. But now, truly, Kamsa Maharaj was dead. Aber jetzt ist er wirklich tot.
And the tyranny that he was afflicting upon the Yadu dynasty of Mathura was at an end. Und diese Tyrannei, die auf die Yadu-Dynastie angewandt hat, ist am Ende gekommen. And at that moment, all the residents of Mathura realized this Krishna must be the eighth child of Devaki. Und alle Einwohner von Mathura wussten, das muss das achte Kind von Devaki sein. They thought that he was a coward boy coming from Vrindavan. Zuerst dachten sie, sein Kind, dass er nur wieder von Vrindavan kommt. But because at the day of the wedding ceremony of Devaki, an aerial voice to Devatas announced, "Oh, come, sir, the eighth child of Devaki will kill you." Am Tag von der Heirat von Devaki hat eine Stimme im Himmel angekündigt, dass das achte Kind von Devaki dich töten würde, Kamsa. Therefore, now Krishna, before everyone's eyes, he had killed Kamsa Maharaj. Vor allen Augen hat Krishna jetzt Kamsa getötet. So everyone was convinced. Alle waren überzeugt. He is not a coward boy. Das ist sicherlich nicht ein cooler Mann. He is a prince of our dynasty. Das ist dieser Prinz von unserer Dynastie. At that time, Krishna told the servants of the royal family, release Vasudeva and Devaki. Den Dienern der Dynastie gesagt, bitte holt Devaki und Vasudeva aus dem Gefängnis. Vasudeva and Devaki were released from their shackles. Sie wurden von ihren Ketten befreit. And they both stood with folded hands. Beide standen mit gefalteten Händen. And realizing, oh, see, Krishna is Parabrahma, the Supreme Personality of Godhead. It is he who appeared in the prison cell almost 11 years before in the four-handed form. Es war er, der in dieser Gefängniszelle vor 11 Jahren erschienen ist, in einer vierarmigen Form. With the insignia of the Supreme Lord Narayan, the chakra, the conch and lotus flower. Mit dem Anzeichen der höchsten Persönlichkeit Gottes, mit dem Lotus, dem Chakra und dem Blumen und dem Keul. Otherwise, how could an ordinary child kill Kamsamara? So könnte ein kleines Kind sonst Kamsamara töten. So they stood with folded hands and with awe and reverence. Sie standen mit gefalteten Händen in Achtung und Ehrfurcht. But Krishna and Balaram, they wanted to relate to them as their children. Krishna und Balaram wollten mit ihnen umgehen wie ihre eigenen Kinder. Krishna and Balaram came to their mother and father. Krishna kam of Mathura zu ihren Eltern in Mathura. And they gave her lips. Und haben sich vor ihnen verneigt. Vasudeva and Devaki was standing there trembling, wondering what to do. Vasudeva and Devaki standen zittern und wussten nicht was tun. When God bows down to you, what do you do? Wenn Gott sich vor dir verneigt, was tust du dann? But then, in accordance with Sri Krishna's desire, Yoga Maya came. Gemäß Krishna's Wunsch ist Yoga Maya dann aufgetragen. Yoga Maya is such a wonderful Shakti of Krishna. Sie ist eine so erstaunliche Kraft von Krishna. Yoga means union, togetherness. Yoga bedeutet Zusammenkommen. So the Shakti of Sri Krishna Yoga Maya, the Lila Shakti, came and covered the awareness of Krishna's Godhood for Vasudeva and Devaki. So diese Kraft ist gekommen und hat in Vasudeva und Devaki die Wahrnehmung von Krishnas Gottsein bedeckt. It was an extreme contrast. Es war ein unglaublicher Kontrast. From one moment trembling in the presence of God, von einem Moment, von tiefstem Erschüttern in der Präsenz Gottes, to taking Krishna and Balaram in their laps and embracing them. Und nachher sie in ihren Schoß zu nehmen und sie zu haben. Tears of love flowing. Und Tränen der Liebe strömten aus. Oh, smelling the fragrance of their hair. Und sie rochen den Geruch ihrer Haare. Feeling the pain of past separation. Und sie fühlten den Schmerz von so langer vergangener Trennung. Can you imagine? If you have a baby and you only see that child on the day that he's born. Wenn du dein Kind hast und du verlierst das Kind praktisch am Tag, wo es geboren ist. And then the next time you see your child, they are 11 years old. Und dann, wenn du das nächste Mal siehst, ist es 11 Jahre alt. And feeling, oh, I have missed all your baby pastimes and your childhood pastimes, which are the greatest joy for the parents. Ich habe all deine Kindheitsspiele und das habe ich alles verpasst, was die größte Freude für die Eltern. So feeling all these divine and intimate emotions, Vasudeva and Devaki embraced Krishna and Balaram together. So diese wunderbaren heiligen Emotionen fühlen, haben sie Krishna und Balaram festgemacht. So we want to be in the shelter of Yoga Maya. So wir wollen auch in der Zuflucht sein, Yoga Maya. That a complete
forgetfulness, complete obliviousness to the Bhagavata of Sri Krishna should be made. Dass die vollständige Absenz von Krishnas Gottsein in uns ist. That is the precondition for the possibility of very human-like and intimate family relation. Das ist die Vorbedingung für ganz intime, enge Beziehungen mit Krishna. So then, now Kamsa Maharaj was had passed away. So Kamsa is bereits verschieden. It's time for Krishna and Balaram to go back to Braj with Nanda in Yashoda. Es wäre eigentlich die Zeit, wo Krishna und Balaram mit Nanda Maharaj zu Kapernaum gehen. Vasudev Maharaj and Devaki were keeping Krishna and Balaram engaged in so many affairs of state, meeting with their newly discovered family members. Also die Devaki haben Krishna und Balaram beschäftigt lassen mit so vielen kleinen Affären und die Vorstellen mit den ganzen Familienmitgliedern. Ananda Maharaj was sitting in his bullock cart. Ananda Maharaj hat in seinem Ochsenwagen gewartet. In an encampment just outside the city of Mathura. In einem kleinen Camp direkt außerhalb der Stadt von Mathura. He heard the news also, everyone is saying, Krishna is not his son. Und er hat plötzlich die Neuigkeit gehört, dass alle da rundherum sagen, Krishna sei nicht sein Sohn. After a few days, Krishna and Balaram managed to break free and they went out to the encampment of Nanda Maharaj. Nach ein paar Tagen haben Krishna und Balaram sich schon frei machen können und sind dort in dieses Camp gegangen. Nanda Maharaj said, so, what will you do? Nanda Maharaj fragt, so, was macht ihr jetzt? Sri Krishna said, oh Baba, everyone is saying, you are not my father. Oh Baba, alle sagen, dass du nicht mein Vater seist, sagt Krishna. Why are they saying this? Wieso sagen sie das? It's very confusing for a child if they get the news from thousands of people. Actually, you were swapped at birth. Das ist eine verwirrende Botschaft, wenn ein Kind mitbekommt, dass eigentlich du wurdest ausgewechselt nach deiner Geburt. Nanda Maharaj said, oh, at your name-giving ceremony, the all-knowing sage, Gargacharya. Aber das eine Namensgebungsceremony hat der allwissende Weise, Gargacharya, hat gesagt. He said, Pragayam Vasudevasya Kachit Jatas Pavatmaja. Krishna is your son, but in previous lives, he was born as the son of Vasudev, so sometimes he's called Vasudev. Er ist eigentlich schon dein Sohn, aber in der vergangenen Geburt ist er der Sohn von Vasudev und deswegen hat er auch Vasudev. So, this is why they're saying it. Deswegen sagen sie so etwas. So, now are you ready? Come with us. So, dann Maharaj sagt, komm, seid ihr jetzt bereit? Komm zurück. Return to Vraja. Komm zurück nach Vrindavan. Your mother is waiting. Deine Mutter wartet. Sie Krishna said. Krishna sagt, ja. I want to come at once. Ich möchte eigentlich sofort kommen. But what can I do? Aber was kann ich tun? How can I leave Balaram? Kann ich Balaram, mein Bruder, einfach zurücklassen? Balaram cannot live without me. We grew up together playing at every moment. Er kann nicht leben ohne mich. Und wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben immer zusammen gespielt, jeden Moment. And Balaram really is the son of Vasudev and Rohini. So, Balaram ist wirklich der Sohn von Vasudev und Rohini. So he will have to stay. So er muss da bleiben. If I'll go, he'll die. Und wenn ich jetzt zurückgehe nach Vrindavan, stirbt er. And if I'll take him with me, und wenn ich ihn nun mit mir nehme nach Vrindavan, then what will happen? Was wird dann passieren? Nanda Maharaj thought to himself. Nanda Maharaj hat nachgedacht. Oh, my dear friend, Vasudev. Oh, mein lieber Freund, Vasudev. He has not seen his son Balaram even once because Rohini gave birth in Vraja. She came to Vraja and she was pregnant. So er hat zu seinem Sohn. Ein Balaram noch nie gesehen, weil er noch nie schon auf den Namen gekommen ist, in der Zeit der Schwangerschaft. So, if I take away Balaram now, wenn ich nun Balaram mitnehme, then Vasudev Maharaj will think that one Kamsa has died, but I am like a second Kamsa taking away the son. Aber dann ist es, bin ich hier ein zweiter Kamsa. Oder Kamsa ist jetzt gestorben, aber er würde dann absterben. Balaram was weeping. He said to Nanda Maharaj, Balaram geweint und sagt zu Nanda Maharaj, who is really the father? Wer ist wirklich der Vater? That person who raises you, who cares for you, who nourishes you. Der dich aufrecht macht, der dich füttert, der dich nährt. That is your real father. Das ist echt der richtige Vater. Oh Nanda Baba, you are my real father. Oh Nanda Maharaj, du bist mein wirklicher Vater. I never even saw him. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen.
So then Sri Krishna said, Krishna said, oh Pita Sri, oh lieber Vater, for the sake of Vasudeva Maharaj, einfach nur zum Nutzen von Vasudeva, Balaram and I should stay here for a few days in Mathura. So sollten Balaram und ich ein paar Tage in Mathura bleiben. And try to pacify and satisfy them. Und sollen alle zufriedenstellen und beruhigen. When they're happy and pleased and stable, und wenn die alle stabil sind und friedlich, zufrieden, then both of us will return to Vraja. Dann wir beide nach Vrindavan zurückkehren. So, never hurts. Out of compassion to Vasudeva, Mitgefühl für Vasudeva, he agreed. And with a heavy heart, he on the bullock carts with the other Vrajavasis, they returned to the village of Vraja. At that time, now Vasudeva was thinking about his new life. So he wrote a letter and sent it with a messenger to Vraja. Und hat wieder eine Botschaft nach Vrindavan gesendet. It was a letter for Rohini. Es war ein Brief an Rohini. It said, I did not think of this before. An so eine Situation habe ich nicht gedacht vorher. But now the whole situation has changed. Kamsa Maharaj has passed away. Aber es ist alles anders. Kamsa ist weggegangen. And our son is here with me. So Rohini, you should also return to Mathura. Und unser Sohn ist jetzt nun in Mathura, und Rohini, du solltest auch zurückkehren. She is also Katriani, and from the royal family. Sie ist auch eine Königin. And one of the wives of Vasudeva. Also when Rohini Maya, who was in Vraja, and all the feeling separation, when she read this letter, she became in a dilemma. Also in Vrindavan hat alle Trennungsschmerz, und wenn sie als Rohini diesen Brief gelesen hat, war sie ein großes Dilemma. Rohini Maya thought, on the one hand, I cannot disobey my husband. Und sie denkt, auf eine Weise kann ich nicht meinem Ehemann nicht Folge leisten. And also, I am very eager to see Krishna and Balaram. Ich habe so eine Begierde, Krishna und Balaram und die Mathura wiederzutreffen. But she looked at Maria Shoda, who was all forlorn and heartbroken, and thought, how can I leave her? Aber sie hat auf Maria Shoda geschaut, die völlig verloren war und ihr Herz gebrochen. Wie kann ich sie verlassen? And she prayed, oh Lord Brahma, if you could make a copy of each and every one of the limbs of my body, I would stay here and go there, I could do that at the same time. Oh Brahma, bitte mach, wenn du eine Kopie machen könntest, von jedem einzelnen Teil meines Körpers würde ich einen Teil hier bleiben. Oh Brahma, if you could expand me into two forms, only then could this dilemma be solved. Wenn du mich in zwei Formen erweitern könntest, könnte dieses Dilemma gelöst werden. Then Maria Shoda, with great compassion for Rohini, she spoke. Maria Shoda, mit großem Mitgefühl für Rohini, sprach. She said, oh my dear friend, oh meine liebe Freundin, Brahmaji has already made you into two forms. Brahma hat schon bereits zwei Formen gemacht. You and me. Dich und mich. We are one Brahma, but with two bodies. Wir sind wie eine Seele in zwei Körper. And this is why we both love Krishna and Balaram, without distinguishing who is my son and who is your son. Deswegen lieben wir beide Krishna und Balaram, ohne uns zu unterscheiden. Wer ist mein Sohn, wer ist mein Sohn? So I suggest that you should go to Mathura, and if you will go to Mathura, it will be just as if I have gone to Mathura, and when you meet with Krishna and Balaram, I will feel some relief. Oder okay, nach Mathura, und wenn du nach Mathura gehst, ist es wie wenn ich dort sein würde. Und wenn du Krishna Balaram warst, fühle ich auch ein bisschen Erleichterung in meinem Herz. So Rohini Maya agreed with this. Rohini war einverstanden. And they checked with an astrologer to find an auspicious moment to travel. Sie haben mit einem Astrologen ausgeschaut, einen glücksweisen Moment. They arranged a bullock cart. Sie haben einen Ochsenwagen arrangiert. And Maria Shoda, she churned yogurt and made butter for Krishna. Maria Shoda hat Butter gemacht und Joghurt vorbereitet für Krishna. And keeping it in great pots, Maria Shoda personally stacked the food preparations and some clothing for Krishna and Balaram on the cart. Und sie hat alles aufbewahrt in Erdentöpfen und hat Nahrungsmittel und Kleider ganz vorsichtig schon vorbereitet für ihn. And the exact moment that they had calculated,
Rohini Maya set off on the bullock cart, leaving all the Brijvasis standing and moving like statues. Und sie ist zu diesem glücksweißen Moment ist Rohini gegangen und hat die Einwohner von Vrindavan zurückgelassen, wie regungslose Statuen. When Rohini Maya arrived in Mathura. Als Rohini in Mathura angekommen ist. Krishna and Balaram saw her. Und Krishna und Balaram sie gesehen. And they fell at her feet. Sie haben sich vor ihr verneigt. And at that very moment when Krishna fell at the feet of Rohini. Und in dem Moment, wo Krishna zu den Füßen der Rohini fällt. Then he had a sphurti in his heart that the mother Yashoda was there smiling and embracing. Wie eine Vision im Herz, dass Mutter Yashoda da war und sie ganz fest war. Balaram also. Balaram auch. And Rohini also. All three of them felt very intensely that smiling and happily she Mother Yashoda was there. Und alle drei gefühlt und voller Glück, dass Mutter Yashoda nun gegenwärtig ist. This is the inconceivable power of Prem. Das ist die unvorstellbare Kraft von Prem. This is why it is so relishable, so beautiful to meet with our very dear God brothers and God sisters. Deswegen ist es so kostbar, mit unseren geliebten Gottbrüdern und Gottschwestern sich zu treffen. Because even though our Guru Parampara became unmanifested from this world, when der spirituelle Lehrer, der geliebte Lehrer, nicht mehr manifest ist auf dieser Erde, when we meet with those who are the receptacles of love, wenn man mit denen trifft, die Empfänger waren von Liebe. Then just by seeing them, then we have a sphurti of a good bhava. Und nur sie dann zu sehen, haben wir wie eine Aufleuchten von unserem eigenen spirituellen Leben. I remember in 1997, when it was the first day of Kartik Parikrama. Ich erinnere mich, 1997 war der erste Tag von Kartik Parikrama. Everyone was very excited to begin the work. Und alle waren voller Glückseligkeit, ein Gelübde dann abzulegen. My Gurudeva was sitting on the big Vyasa stand, because there was room for others there. Also mein Gurudeva war auf einem großen Sitz gesessen, und da hat es Platz für andere gehabt. So he is nearly 80 years old. Fast 80 Jahre alt. And just then, as we were beginning the program, his senior and most dear godbrother, Parampuja's Bhad Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, walked into the room. He had just arrived from Navadvip down to Vrindavan. And he came and gave pranam and sat with Srila Gurudeva on the same asana. Hat sich verneigt und ist dann mit Gurudeva auf dem gleichen Sitz gesessen. And seeing each other, both were weeping. Und dann beide sich angeschaut und geweint. I was watching in great astonishment. Ich habe einfach zugeschaut, in großem Erstaunen. I thought at that time that, oh, how sweet is the love between the God brothers. Ich habe einfach geschaut, wie liebevoll ist die Liebe zwischen Gottgeschwistern. That when they meet, they feel such elevated love. Wenn sie sich treffen, fühlen sie so fortgeschrittene Zuneigung. But many years later I realized why they were weeping. Viele Jahre später habe ich verwirrt, warum sie dort geweint hatten. Because when they saw each other, then they had a sphurti of Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj. Als sie sich nämlich getroffen haben, waren beide wie ein sphurti, ein Aufleuchten von ihrem geliebten Gurudeva, Bhaktivedanta Keshava Maharaj. The Guru Parampara, who had left this world 30 years before. Ihr Gurudeva, der die Welt schon 30 Jahre zuvor verlassen hat. Brain is like this. So is Prema. Rohini began to speak to Vasudeva, Devaki and the other members of the Yadu dynasty. So Rohini had then angefangen zu sprechen zu Vasudeva, Devaki and anderen Familienmitgliedern. And she was talking about the glories of Braja. Und sie hat gesprochen über die Herrlichkeit von Vrindavan. And how Krishna and Balaram used to play there. Und wie Krishna und Balaram dort frei gespielt haben. At that time, Vasudeva and Devaki became ashamed, embarrassed, and they stood in complete silence. So Vasudeva and Devaki were beschämt, and they stood with the head down, very beschämt.
some ladies of the royal family of the Yadu dynasty, they tried to alleviate the awkward situation. Und einige ältere Frauen versuchten irgendwie diese Situation noch zu lösen, zu erleichtern. Laughing, they said to Rohini, oh, we know why you like bread so much, because you have so much taste in all the yogurt and butter. Oh, wir wissen doch, warum du denn da und so liebst, weil du diesen Joghurt und Butter dort so gern magst. But Vasudev and Devaki were very worried. Aber Vasudev und Devaki hatten große Sorgen. That Krishna, he cannot forget his previous life as a Gaudapur. Krishna kann sein vorangegangenes Leben in Vrindavan als Kuh hat er doch nicht vergessen. So Vasudev Maharaj decided, we should organize Sri Krishna's Upanayan Sanskar, that is his initiation. Wir sollten Krishna's Einweihung hier in Mathura organisieren. Because the Vaishyas, the cowherd people, and the Kshatriyas, they're both Dvija, twice born. They receive sacred thread. Also die Kuhhirten und die Kshatras, die Könige dort, sind beides wie zweimal geboren und bekommen auch eine heilige Schnur. But the Vidhi, the rule and regulation, the ritual by which the thread is imparted, is different for Kshatriyas and for the Vaishyas. Der Vorgang, wie diese Zeremonie ausgeführt wird, ist für die beiden ein bisschen unterschiedlich. Therefore, if Gargacharya will do the fire sacrifice and give sacred thread to Krishna, wenn Gargacharya in Mathura Krishna ein Feueropfer macht und ihm die heilige Schnur verleiht, if Krishna's head will be shaved, Krishna's Haare geschnitten werden, and he will receive a danda, und Krishna wird dann einen Stock bekommen, einen and he will have to dress like a Brahmachari in a deerskin, und er wird sich kleiden wie ein Brahmachari in einem And also it's the father who arranges this ceremony. Und es ist immer der Vater, der diese Zeremonie arrangiert. So Vasudev marshals ein, who arranges this. Und ich werde das machen. Then it will give the sanskar an impression to this boy. You are not Gopala. Dass es Krishna dann einen Eindruck gibt, dass er versteht, dass er eigentlich nicht ein Kuhhirte ist. You are a prince from the royal dynasty of the Yadavas. Dass er ein Prinz von der Yadu-Dynastie ist. And then Sri Krishna can move on with his life and forget about that dairy farm. Dann kann Krishna endlich weiterfahren mit seinem Leben hier und diese Milchfarm da in Vrindavan vergessen. So Vasudev Maharaj arranged for his Upanayan Sanskar. Vasudev hat diese heilige Schnurzeremonie arrangieren lassen. And then it was time for Sri Krishna's, after Upanayan, you begin your education in the Vedas. Und nach dieser Zeremonie beginnt die Ausbildung in den Veden. So, how Sri Krishna went to Gurukul? Wie ist Krishna in die Gurukul gegangen? And how, during his brahmachari life in the Gurukul, he was burning in separation from Sri Radhika and the gopis of Vrindavan. In dieser Zeit der Ausbildung hat Krishna gebrannt in seinem Herzen von Radharani, den Gopis und den Einwohnern Radhav. We will explain this afternoon at 4:30. Das werden wir heute um 4:30 heute Abend mal wieder sagen. Because, glaube ich, wir waren ja gut dran. Jetzt ist unsere Zeit. So, you'll have to wait a few hours. Auf ein paar Stunden warten. Before Krishna and Balaram set off on foot to Avantipur. Bevor Krishna und Balaram zu Fuß nach Avantipur gegangen sind. Because, according to Vedic law, Brahmacharis cannot travel in a vehicle. Weil Brahmacharis sollte nach vedischem Gesetz nicht mit Fahrzeugen fahren. So, we have to go on foot. Sie müssen zu Fuß gehen. Now, for Krishna to maintain Brahmachari is very difficult. Für Krishna, das Brahmachari-Leben zu erhalten, ist so schwierig. So, his internal conflicts and struggles we'll discuss in the afternoon. Für Krishna's innere Konflikte und Kämpfe diskutieren wir heute. Very sweet nectar and pastimes of Krishna. You are already situated in the boat and traveling across the ocean of your existence to Goloka Vrindavan. Wenn man absolviert ist mit den wunderbaren Spielen über Krishna, sitzt man bereits im Boot und ist gerade dran, die gesamte materielle Existenz zu überwinden mit Leichtigkeit. So don't jump out of this boat. Sag doch nicht, dass ein Boot ausspringt. You will drown for sure. Ihr werdet sicher ertrinken. Always remain
in the state of Avesh, absorption in the pastime. Immer im Zustand von Avesh, in tiefer Absorption in die Spiele. So sing one. Gita. It's very important at the end of Hari-Katha always to sing Lord Gita. Es ist immer wichtig, am Ende von Hari-Katha nach dem Gita zu singen. Because Hari-Katha is the divine personality. Hari-Katha ist wie eine göttliche, transzendale Persönlichkeit, die diese Welt hineinscheint. When a respectable person comes, you should greet them with kirtan. And when they leave, you should also follow them with kirtan in the hope that, oh, please come back again soon. Eine respektvolle Persönlichkeit auftragt, sondern sie empfangen mit kirtan. Und wenn sie dann wieder gehen, begleitet man sie mit kirtan, um die auszudrücken, bitte komm mal wieder. So, if we will sing kirtan at the end of Hari-Katha, then very soon Hari-Katha will come back to us. Wenn wir am Ende Hari-Katha die kirtan singen, laden wir sie ein, um das Paar zu bekommen. And while we were listening, whatever we heard but did not realize by the power of the Holy Name, it may appear in our hearts during the Kirtan. Und was wir vielleicht gehört haben, aber noch keine Verwirklichung davon haben, durch die Kraft des Heiligen Namens, mag es während dem Kirtan zu einer Verwirklichung kommen. Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hari.